Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute möchte ich euch gerne etwas Interessantes über den Unterschied zwischen Persisch oder Farsi und Dari erläutern. Wenn Sie ganz neu sind, bitte abonnieren Sie unseren Kanal und bleiben Sie bis Ende des Videos. Viele Deutsche, sogar viele Menschen denken, dass Iraner und Afghaner Arabisch sprechen. Das stimmt nicht. Genau deswegen möchte ich heute über diese Sprache bzw. Farsi oder Persisch und Dari und den Unterschied zwischen denen reden. Farsi ist aus der Gemeinde der indogermanischen Sprache. Das heißt, die Leute, die Französisch, Englisch oder Deutsch sprechen können, können diese Sprache einfacher lernen. Circa über 110 Millionen Menschen in der Welt sprechen Farsi oder Persisch. Farsi wird in Afghanistan, Tadschikistan und Iran gesprochen. Farsi wird in Afghanistan als Dari, im Iran als Farsi und in Tadschikistan als Tadschiki bezeichnet. Aber bitte keine Angst, die sind gleiche Sprache. Farsi. Dari und Farsi-Sprecher können sich sehr leicht verstehen und kommunizieren. Im Allgemeinen gibt es nur wenige Unterschiede zwischen formalen Dari und Farsi. Bei informaler Aussprache nehmen die Unterschiede zwischen den beiden Akzenten jedoch zu. Mit anderen Worten, wenn Sie Nachrichten im Fernseher sehen, ist der Unterschied nicht sehr auffällig. Wenn sich ein afghanischer Dari-Sprecher in Teheran, die Hauptstadt des Iran, befindet und auf dem lokalen Markt einkauft, kann dies zu Beginn zu Kommunikationsproblemen führen. Diese Unterschiede machen sich im Wortschatz und in der Aussprache deutlicher bemerkbar als in der Syntax. Im Vergleich zu Farsi verwendet Dari mehr englische geliehene Wörter. Linguisten im Iran haben immer versucht, den Einfluss der englischen Terminologie auf Farsi zu verringern, wenn nicht sogar zu stoppen. Die jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Medizin und Technologie haben zur Einführung neuer Terminologien geführt, von denen die meisten auf Englisch sind. Farsi-Linguisten haben daran gearbeitet, Farsi-Äquivalente für diese neuen Begriffe einzuführen, während die meisten diese englischen Begriffe in Dari akzeptiert werden. Zum Beispiel werden für Begriffe wie Software, Hardware, Windows, Processor und so weiter die Farsi-Entsprechungen im Iran verwendet, während die meisten diese englischen Begriffe in Dari mit geringer oder keiner Änderung der Aussprache akzeptiert werden. Zusätzlich zu den Terminologien in den Bereichen Medizin und Technologie unterscheiden sich einige Wörter, die in alltäglichen Gesprächen verwendet werden, zwischen den beiden Akzenten. Wörter verschiedener Kategorien wie Stuhl, Radiogummi, Hammer und Pfeffer sind einige Beispiele, für die die Sprecher der beiden Akzente völlig unterschiedliche Wörter haben und die sie möglicherweise nicht verstehen, was manchmal zu Kommunikationsproblemen zwischen den Sprechern der beiden Akzenten führen kann. Die Aussprache ist ein weiterer Bereich, in dem es einen wesentlichen Unterschied zwischen Dari und Farsi gibt, der jedoch im Gegensatz zum Wortschatz selten zu Kommunikationsproblemen führen kann. Der Ausspracheunterschied zwischen Dari und Farsi ist dem Ausspracheunterschied zwischen amerikanischem Englisch und britischem oder australischem Englisch sehr ähnlich. Während es zwischen Dari und Farsi wesentliche Unterschiede in der Terminologie und Aussprache gibt, ist die Syntax. Das heißt, die Phrasen- und Satzstruktur zwischen den beiden Akzenten gleich. Deshalb verstehen sich die Sprecher der beiden Akzente leicht, auch wenn sie in ihrem Gespräch kein Wort oder keine Phrase verstehen.
So, liebe Leute, liebe Freunde, wir sind am Ende des Videos. Ich bedanke mich für Ihr Zuschauen und bitten wir euch, dass ihr dieses Video weiterteilt, damit alle einen kleinen Überblick über dieses Thema haben. Bitte vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die Videos zu teilen und Ihr Feedback zu kommentieren. Bis ein anderes Video wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!